Hallo, und da sind wir wieder bei Potato. Wen machen wir heute? Okay, minus 100% Lebensabzug. Und LP-Regeneration minus 50%. Ausweichen niedriger, Tempo niedriger. Warte, wenn Tempo um 100% verringert wird, dann ist es ja immer 0. Na, den will ich nicht wirklich. Ja, versuchen wir den Magier. Okay, ich habe den Taser, eine Fackel. Ich kann ja nur den Taser. Ah, den Zauberstab kann ich auch nehmen. Der ist sogar nicht schlecht. Ja, ich bin Magier, dann brauche ich auch einen Zauberstab. Ah. Mehr Elite-Gegner und Horden und zwei Bosse gleichzeitig. Warte, bedeutet es gibt sowas wie Inflation gar nicht mehr. Na, versuchen wir es doch zum ersten Mal auf 3. Okay, die Reichweite ist groß. Der einzige Nachteil ist, die Waffe braucht ein bisschen, bis sie schießt. Und hat auch keinen Durchschuss. Okay, Glück wollen wir. Okay, Rückstoß könnte nützlich sein. Na, das würde sich nicht lohnen. Zauberstab. Komm schon. Elementarschaden. Na, ich gehe auf Glück. Na, keine Fackel. Schade. Das war jetzt mal gar nicht gut. Aber es ist interessant, dass es jetzt mit der Inflation nicht mehr gibt. Sondern dass jetzt einfach diese Zwischenbosse kommen.
Okay, mehr Glück. Ja, was soll ich sagen? Zauberstab. Und definitiv noch eine Schlange. Okay, und diesmal kommt auch der Elite-Gegner und nicht die Horde. Verwerfen. Rüstung. Elementarschaden. Noch ein Zauberstab. Schlange, Rückstoß und ein bisschen Heilung. Es stört mich, dass ich jetzt 4 Zauberstäbe habe von 6. Eine Kiste. Tempo? Ja. Rüstung, Elementar, Rückstoß. Mehr Gegner. Ach, ich habe den Zauberstab. Hätte ich zuerst nehmen sollen. Ich bin ja in der Welle 6, da sollte es noch nicht so dramatisch sein, dass ich den noch nicht genommen habe. Heilung. Rüstung. Zauberstab verdoppeln, Ernte. Hiermit könnte ich auf Tempo gehen. Dann wäre Tempo auch eine Option. Und diese Option hätte ich gern. Hätte ich sogar wirklich gerne. Aber es ist schon stark. Ich meine, auch wenn sie mit einem Schlag nicht sterben, das Feuer tötet sie definitiv. Das zahlt sich selber. Erleben. Noch ein Brand. Mehr Bäume und billiger. Ja, ich sperr's mir mal.
Hier kann ich mein Angriffstempo auch wieder erhöhen. Warte, wenn ich das und das nehme. Das ist plus 8% Schaden und 4% Tempo. Ja. Nicht ideal, aber in Ordnung. Mir fehlt immer noch ein Zauberstab. Okay, und jetzt hier das Geld einsammeln. Lebensabzug brauche ich hier nicht. Tempo und Reichweite. Mehr Angriffstempo. Da ist mein guter Zauberstab. Ja, und Gegner verlangsamen ist sowieso immer gut. Okay, die beiden sind cool. Aber nein. Was war nochmal das Minus? Nur die Fernkampf-Nahkampf-Technik. Ja, nur ist auch gut gesagt. Wirklich gut gesagt. In der Runde sollte ich sehr viel verdienen. Weil der ist ja quasi für die Horden gemacht. Crit und Ausweichen. Und noch mehr LP-Regen. Tempo. Tempo ist nämlich auch Angriff. Ich habe das nämlich schon. Den Stromgenerator. LP-Regen. Aber Explosion brauche ich hier jetzt nicht. Soweit ich weiß. Ihr Lagerfeuer ist ein Muss, genauso wie das hier. Flammenwerfer. Elementar und schwer. Macht an sich nur wenig Schaden, aber schießt oft und hat einen Durchschlag. Nehmen wir den mal. Noch ein Flammenwerfer, Elementar und noch ein Zauberstab. Okay, auf den Flammenwerfer bin ich jetzt gespannt. Ja,
aber die Elementarwaffen lohnen sich. Die sind ja mal wirklich gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber schon ein schwacher Zauberer, der nur Feuer machen kann. Okay, ausweichen. Zauberstab. Es ist halt mal 5, ne? Und schießt so viel schneller. Deswegen kombiniere ich so ein. Dann habe ich nochmal 5% mehr Schaden. Elementar, Elementar. Ich brauche das Leben. Und nochmal Elementar. Oh, der Zwischenboss. Das ist schon wieder ein anderer. Okay, geschafft. Jetzt sollte ich einen legendären bekommen. Ich habe keine Projektile. Aber gut, dass sie es auf 50 haben sie genervt. Von 50 sind sie auf 35 runtergegangen. Oder gesagt hoch, weil es ja Minus ist. Aber ich schieße keine Projektile, deswegen ist das für mich echt unnötig. Schade fürs Ausweichen, aber ich brauch's. Zauberstab. Zauberstab, Zauberstab. Mehr Tempo, auch wenn es minus 2 Elemental ist, lohnt sich. Und weiter. Aber schon wieder ein legendäres, was ich nicht wirklich gebraucht habe. Eigentlich sogar ganz und gar nicht. Ich schieße ja keine Projektile. Außer die zählen das auch als Projektile. Aber das ist jetzt die Frage, was sie darunter sehen. Es geht ja nur in eine Richtung, also abprallen. Denke ich, dass ich diesmal richtig liege damit. Dass das nicht als Projektil zielt. Ist ja alles Elementarschaden. Und hier Glück erhöhen. Tempo macht auch Schaden hoch. Ausweichen, Alien, Flammenwerfer. Noch eine Heilung? Ja, warum nicht? Das sind die Tentakeln wieder.
Also die Tentakel sind ja von dem anderen Zwischenboss. Da finde ich das eigentlich fast schon schade, dass sie nicht so gemacht haben, dass bei den verschiedenen Zwischenbossen auch verschiedene neue Mobs kommen. Elementarschaden. Allgemeine Verbesserung. Tempo und Reichweite. Ja. Wie hoch ist die Reichweite überhaupt? Hoch. Da habe ich nicht mehr viel plus Reichweite. Technik brauchen wir nicht. Wir nehmen die Reichweite. Nochmal zusätzlich? Dann her damit. Obwohl, nein, ich glaube. Oh, nochmal eine Verbesserung. Noch ein Brand. Die Schlange. Würde eigentlich reichen, wenn ich die ganze Zeit einfach nur hier rumstehe. Aber sammeln wir mal das ganze Zeug ein. Wäre ja schade drum, wenn ich es nicht tue. Verwerten, verwerten. Mehr Leben. Es wären halt 6 Rüstung. Aber nein, ich lasse es gesperrt. Könnt jetzt versuchen, meine 3000 zu bekommen. Ich darf ja nicht vergessen, dass ich die anderen Charaktere noch freischalten möchte. Thank you.
habe, schaffe ich sogar. Ich habe 4 Runden. Ja, wird eng, aber ist möglich. Besonders da die letzte ja nochmal so eine Geldwelle ist. Ich müsste es jetzt aber auf jeden Fall erstmal auf 1000 schaffen. Perfekt. Ausweichen, zusätzlichen Schaden, Elementar. Reichweite. Ja, die 300 schaffe ich nicht mehr. Ja, ich kann es aber versuchen. Ein Brandmeer. Ein Brandmeer wäre schon gut. Reicht. Ja, es sind 3000 mit schwer. Tempo und Reichweite. Und weiter. Ja, in dem Fall wäre jetzt das Sparschwein super gewesen. Ich hätte da jetzt schon 300 bekommen. Fast 300. Ja, würde ich jetzt das Sparschwein kriegen, sollte ich es schaffen. Wenn nicht, wird es schwer. Sogar sehr. Das mit der Reichweite so oder so. Wie gesagt, wenn ich jetzt das Sparschwein kriege. Wäre alles in Not. Lieber Auswahl. Na, Reichweite. Ich einmal. Zweimal? Oder doch dreimal. Ja, Traum von 3000 ist schon mal nicht erfüllt. Das war's für mich mit den 3000. Nehmen wir
mehr Reichweite. Dann geben wir es halt alles aus. Ist doch auch in Ordnung. Noch ein Roboter. Ja, für 20 ausweichen. Ein Boost auf alles. Und weiter. Wieder nicht geschafft. Schaffen wir. Und erledigt. Okay, was kriegen wir von ihm? Oh, Donnerschwert. Nahkampfschaden, Lebensabzug und Elementarschaden. Boah, die ist ja richtig gut, auch die Fähigkeit. Das war der Magier One. Bis zum nächsten Mal. Ciao.